Sein Brüllen ist mächtig. Er kennt unsere Kämpfe. Und jeder will sich vor ihm beugen. Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns. Für die Sünden der Welt. Und sein Blut befreit. Und jeder will sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Jeder will sich vor ihm. Also, second try, guten Morgen, herzlich willkommen in der Versammlung der Heiligen, wie Paulus zu sagen pflegt, in der Gemeinschaft der Heiligen. Aber wir sind nicht alleine hier, unser Herr ist da, Jesus, der Heilige Geist ist präsent und der Vater ist präsent. Wir haben Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Halleluja. Ja, begrüßen möchte ich auch die Zuschauer an den Endgeräten, wo immer sie sein mögen, ob auf Mallorca oder sonst wo. Gudrun, Jürgen, falls ihr uns seht, seid gesegnet. Ja, begrüßen möchte ich euch auch mit dem Bibelwort, denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. In einer anderen Übersetzung heißt es, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ein Wort aus dem 2. Korinther, Kapitel 16, Vers 9. Und Gott ist treu, er steht zu seinem Wort. Und ihr seid heute hier, weil euer Herz auf ihn gerichtet ist. Sonst wärt ihr nicht hier. Und wärt ihr zu Hause, auf dem Sofa oder sonst wo. Ja, und darum will der Herr sich auch an euch mächtig erweisen und euch treu beistehen. Ja, lasst uns den Gottesdienst mit einem Gebet beginnen.
Jesus, wir danken dir, dass wir hier mit dir versammelt sein dürfen. Du bist der Löwe, du bist das Lamm. Du bist beides für uns, der Starke und der Sanftmütige. Und du bist gekommen, um uns zu erlösen und zu befreien, um uns zu Kindern Gottes zu machen, um die Gemeinschaft mit dem Vater wiederherzustellen. Und danke, dass auch heute ein Tag des Heils ist, wo du jeden von uns berührst durch deine Präsenz, wo du dich als lebendig erweist. Und wir spüren, du bist da. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Ja. Wir hatten letzte Woche einen Geburtstag. Unsere Schwester Denisha. Richtig? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt du geworden bist, aber am 6.10. hattest du Geburtstag gehabt. Und ich habe das Wort für dich herausgesucht, weil er, heißt es in dem Psalm, ich gehe mal auf sie, weil sie an mir hängt, will ich sie erretten. Ich will sie schützen, weil sie meinen Namen kennt. Psalm 91, Vers 14. Ja. Sei gesegnet in deinem neuen Lebensjahr, möge der Herr dir in allem beistehen und dich erretten, wo immer du Rettung brauchst, dich und deine Familie. An Veranstaltungen haben wir diese Woche eigentlich keine besonderen. Der Mittagstisch am Dienstag und am Donnerstag fällt noch aus. Dennoch ist Erika da von 10 bis 12, unsere Gemeindediakonin, die bereitsteht für Gebet, Gespräch und Fragen. Ja? Ja? Ah, genau, stimmt, du hast es verlegt. Am Samstag ist Evangelisation, wäre am letzten Samstag gewesen, aber wegen ist ausgefallen. Und diesmal wird es auf den nächsten Samstag verlegt. Für die, die nicht wissen, wo es stattfindet, es ist bei der Kirche. Wie heißt die Straße dort? Ich weiß es gar nicht. Bei Edeka. Ja, also nicht zu übersehen, wenn ihr da hinkommt. Es geht so um 9 Uhr los bis mittags 12 etwa, dann wird wieder abgebaut. Vor der Martini-Kirche. Ja. Ich bin auch oft da. Bitte? Am Kirchhof. Ich bin auch häufig da. Und wir machen da auch Lobpreis, also ne, wer jetzt auch gerne Gott in der Öffentlichkeit preisen möchte, kann dort erscheinen und mitmachen. Ja, die Predigt heute hat den Titel Freiheit auf der Kippe. Ich habe mir jetzt nicht erklären lassen, was sie damit meint. Seid gespannt. Ja, heute haben wir auch Abendmahl. Ja, wie ihr schon seht, hier alles ist bereitet. Hat heute mal Georgia gemacht. Herzlich willkommen, Georgia. Ja. Die Tochter von Despina. Ja, und es wird so laufen, dass wir fangen ja gleich mit Lobpreis an, zwei Lieder singen und dann gehen wir in das Abendmahl hinein. Und danach singen wir nochmal zwei Songs. Und damit ihr etwa so schon mal wisst, wie es läuft. Ja, dann seid ihr ready for praising the Lord mit Maske noch. Ja, okay, gut. Dann gehen wir nun über in den Lobpreis. Thank you.
zurück und wurdest einfach Mensch, gabst dich selbst aus größter Liebe hin. Jeder wird sich beugen vor dir, wir rufen laut, du regierst, wie im Himmel, so auf dieser Welt, sehen wir dir zu, du bist erhöht, sehen wir dir zu, du bist erhöht. Jungfrau uns geboren, wurde die Verheißung
war. Er verließ den Thron des Ruhmes, kam zur Krippe dort im Stall. Preist den Vater, preist den Sohn, preist den Geist, eins auf dem Thron. Gott der Ehre, Majestät, preist den König aller Könige. Söhnen und ein Reich zu offenbaren und die Schöpfung zu erlösen, bietest du das Kreuz nicht an. Trotz deiner schweren Leiden sagst du, was danach geschah. Was ist das, war unsere Rettung, als du uns mit Wegen starrst. Preis den Vater, hielt die Welt in Atem an. Denn der Stein war weggerollt, der Tod bezwungen durch das Lamm. Tote stiegen aus den Gräbern, Engel sahen staunend zu. Wer auch immer kommt zum Vater, dessen Seele wird gesund. Und die Kirche war im Ohren, im Flammen, ja, die Wahrheit alter Schriften, sie besteht jeden Kampf. Freiheit liegt in seinem Namen und sein Blut befreite mich. Ich bekam ein neues Leben, weil mich Jesus Christus sieht. Preist den Vater, preist den den Sohn, auch dadurch, dass wir tun, was er sagte, dass wir das Abendmahl feiern, das er eingerichtet hat, damit wir daran gedenken, was er für uns getan hat, damit wir das nicht vergessen oder geringschätzen. Ich lese die Einsetzungsworte. In der Nacht, in der er überliefert wurde, nahm er das Brot. Und als er gedankt hatte, brach er es und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt,
zu meinem Gedächtnis. Ja, Jesus, wir danken dir für dieses Mahl, das du uns bereitet hast, das symbolisiert, was du für uns getan hast. Und dass du immer wieder uns deutlich machst, es war ein Opfer, unvergleichlich groß, unvergleichlich herrlich, unvergleichlich gnädig. Ja, und wir wollen an diesem Opfer immer wieder neu gedenken und dich preisen für das, was du getan hast. Amen. Von den ersten Christen heißt es, sie nahmen das Mahl mit Freuden, ja, weil sie sich daran freuten, was Jesus für sie getan hat. Es ist kein Trauermahl, ein Freudenmahl. Ja. Jesus, wir danken dir für deinen Leib, der für uns gebrochen wurde, gegeben wurde. Danke, Jesus, er ist für uns. Dafür preisen wir dich. Amen. Ja, und wir geben dir auch alle Ehre dafür, dass du dein Blut für uns vergossen hast, dein Leben gegeben hast. Alles gegeben hast, was du geben konntest. Und danke, Jesus, dass dieses Blut uns gerecht gemacht hat, dass es Gnade schreit durch alle Ewigkeit, dass es reinigt von jeder Sünde, die wir auch begehen mögen. Danke, Jesus, für die Herrlichkeit in deinem Blut. Amen. Thank you.
Tod ist besiegt. Nichts kann mich trennen von dir, weil du mich liebst, hast mich erlöst. Der Tod ist besiegt. Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist mein Hirte und mein Tröster. Du bist ein wunderbarer Freund. Du bist mein Heiler, mein Erlöser. Wir zwei gehören zusammen, mit jedem Schritt zum Kreuz hast du gezeigt. Du bist zum Äußersten bereit, hast mich aus Feindesland befreit und ich weiß, ein wunderbarer Gott bist du. Ich sing zu dir, ich ruf dir zu. Heilig, schön und königlich, wunderbar bist du. Ein wunderbarer Gott bist du. Das ganze Universum preist die Größe deiner Herrlichkeit. Wunderbar bist du. Deiner Herrlichkeit und
ein wunderbarer Gott. Du bist mein Hirte und mein Tröster. Du bist ein wunderbarer Freund. Du bist mein Heiler, mein Erlöser. Guten Morgen auch von mir. Ganz liebe Grüße soll ich euch von Gudrun und Jürgen ausrichten. Sie genießen die Zeit. Eine Woche ist vorbei. Vielleicht hat der eine oder andere gesehen, dass Gudrun ein paar Fotos immer mal wieder in ihren Status reinstellt. Ja, genau. So, ich habe euch was mitgebracht. Ich drehe es mal so um. Weiß jemand, was das ist? Bitte? Papier? Zettel? Was könnte es noch sein? Ein Brief. Genau, Petra. Das ist ein Brief, das mein Sohn vor einigen Wochen von einem Freund bekommen hat. Und das ist ein Freund, sie leben weit auseinander. Wir leben jetzt im Norden und die sind noch im Süden. Und das ist ein ganz besonderer Freund. Und zwar sind die beiden am gleichen Tag geboren. Wir Mütter, wir haben uns im Krankenhaus kennengelernt und ist eine ganz besondere Freundschaft. Jetzt im Sommer haben wir uns getroffen und ihr hättet es sehen müssen, wie sich die Jungs umarmt haben. Also das war so ganz besonders und du hast die Liebe gespürt, die sie füreinander haben. Und das ist so eine besondere Freundschaft, dass die Entfernung in dem Moment auch nichts anhaben kann. Und sie finden halt immer wieder Wege, Kontakt miteinander zu haben und dieser Brief ist halt ein Weg davon. Genau. Und Paulus, dem ging es ähnlich, als er einen Brief an die Christen in Galatien geschrieben hat. Sie sind ihm sehr ans Herz gewachsen. Und er erzählt von einer Begebenheit, als er ganz, ganz schlimm krank wurde, haben sie ohne zu zögern sich um ihn gekümmert. Sie haben ihn gepflegt und er ist sich sicher, sie hätten alles Menschenmögliche getan, um ihm zu helfen. Er sagt, sie hätten seine Augen für ihn hingegeben. Also so hingebungsvoll waren sie für ihn da. Er im Gegenzug, er verkündigte ihnen das Evangelium, die rettende Botschaft. Und seinen unermüdlichen Einsatz hatten sie es zu verdanken, dass sie ein neues Leben hatten, dass sie ein neues Leben mit Christus hatten. Und jetzt ist es so, warum Paulus diesen Brief schrieb. Die sind in Schwierigkeiten geraten. Und zwar war das so, dass ihre Freiheit als Christen auf einmal gefährdet war. So hat es Paulus formuliert. So, das ist mein Aufhänger. Die Freiheit war auf der Kippe. Und Paulus, weil er sie so lieb hatte, sah sich in der Verantwortung zu handeln. Und er konnte aber nicht vor Ort sein, er war weit weg. Und dann schrieb er einen ganz eifrigen, leidenschaftlichen Brief und sehr eindringlichen Brief, in der Hoffnung, dass sie diese Gemeinschaften dort erreicht und sie wieder auf den Weg zur Freiheit führt und sie an das wahre Evangelium erinnert. Und was war damals passiert? Also es haben sich Leute, wahrscheinlich Apostel aus jüdischen Gemeinden, in die Gemeinden in Galatien eingeschlichen, so beschreibt es Paulus. Sie haben
behauptet, dass es nicht ausreicht, an Christus zu glauben. Also Glaube allein reicht nicht aus. Sondern sie müssen weiterhin sich an das mosaische Gesetz halten. Es ist einfach notwendig. Und das würde bedeuten, dass die Männer dort sich beschneiden lassen müssen. Das war das vorrangigste Gebot, dass als erstes, praktisch 8 Tage nach der Geburt eines männlichen Jungen, passierte das, und das war das erste Gebot, was in seinem Leben erfüllt wurde, vor allen anderen. Und dieses Gebot, das gab dem Kind seine jüdische Identität. Erst nach dessen Erfüllung bekam das Kind seinen Namen. Also erst, wenn es beschnitten war, dort Zeugen anwesend waren, bekam das Kind seinen Namen und wurde als Jude anerkannt. Und einige männliche Christen in Galatien, sie taten das, sie ließen sich beschneiden. Und Paulus hörte das mit größter Sorge, denn sie schienen nicht zu wissen, was sie sich damit antun. Damit verpflichteten sie sich dazu, das ganze Gesetz zu halten, und ihre Rechtfertigung vor Gott war allein von ihren Taten abhängig. Also sie waren auf sich selbst gestellt, allein von ihnen. Und am Anfang des Briefes stellt Paulus klar, dass er im Dienst von Jesus steht und von ihm persönlich beauftragt wurde. Also jetzt stellt er sich im Gegensatz zu diesen Aposteln, die da kamen, er sagt, ich bin der, ich wurde von Gott persönlich geschickt. Sie sind die, die kommen von Menschen. Die haben keine Motive, die aus Liebe heraus sind, sondern sie suchen nur menschliche Anerkennung. Und er erzählt so nach und nach, beginnt er und sagt, ich bin derjenige, der Apostel, der euch liebt, der von Gott gesandt wurde. Und er beschreibt seine Reiseroute, die Christen, die er dort besucht hat auf dieser Reiseroute. Er beschreibt auch die Christen, die von ihm gehört haben. Und sagt, dass erst 17 Jahre nach seinem Dienstbeginn er persönlich nach Jerusalem gereist ist. Warum ist er dahin gereist? Es war ihm wichtig, also er sagt, er wurde persönlich wieder von Gott beauftragt, das betont er immer und immer wieder. Das ist ihm wichtig zu sagen, ich wurde persönlich von Gott beauftragt, um dort Rechenschaft abzulegen. Und es ist ihm wichtig, diese Bestätigung zu bekommen von der Jerusalemer Gemeinde. Dort waren Petrus und Jakobus. Und Petrus war derjenige, der bei den Juden das Evangelium verkündigt hat. Und er kannte ja Jesus höchstpersönlich. Paulus, wenn ihr euch erinnert, der kannte Jesus erst, also dem ist Jesus erschienen. Und Petrus kannte ihn vor, also als Jesus noch auf der Welt war. Und genau. Und er erklärt, dass die Gemeindemitglieder dort und die führenden Männer der Gemeinde mit der Botschaft, die er verkündet hat, die waren damit einverstanden. Die haben gesagt, sie einigen sich darauf, dass Paulus weiterhin genau diese Botschaft, diese rettende Botschaft den anderen Völkern verkündet. Und dann sagt Paulus, damals ist es schon vorgekommen, dass sich sogenannte Christen in die Gemeinden in Jerusalem eingeschlichen haben und den alleinigen Glauben an Christus angezweifelt haben. Die haben gesagt, es reicht nicht, dass ihr glaubt, ihr müsst noch die Gesetze halten. Und Paulus sagt, die Menschen kamen, wollten uns die von Christus geschenkte Freiheit wegnehmen und uns den Forderungen des Gesetzes unterstellen. Und er erklärt, dieser Versuch scheiterte erstmal.
Ja, es war so, er scheiterte, die konnten den abwehren, denen wurde in keinem Punkt zugestimmt. Und die waren sich darüber einig, das ist die wahre Botschaft. Das ist genau das, was Paulus verkündet, das ist richtig. Dass Glaube allein rettet. Und aber einige Zeit später stellt Paulus fest, dass diese Leute doch Erfolg hatten. Und zwar erwähnt er eine Begebenheit, wo Petrus sich bei einem Besuch in Antiochia auf einmal ganz sonderbar verhält. Wenn die jüdischen, also Leute, die aus dem Judentum kamen, die zum Christentum übergewechselt sind, also praktisch in dieser israelischen Gemeinde waren, wenn sie dabei waren, dann hielt er sich auf einmal an das jüdische Speisegebot. Er aß nur mit diesen Juden zusammen. Und als die nicht dabei waren, war er wiederum beim Essen mit den Leuten, die nicht aus dem Judentum dabei. Und das ist noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass er auch andere Christen praktisch ein schlechtes Vorbild ist für andere Christen und sie ihm das nachmachen. Also die machen da genau das Gleiche und versuchen sich an dieses Speisegebot zu halten. Und Paulus, der sieht sich wiederum in dieser Verantwortung, ihn zur Rede zu stellen und sagt, Petrus, so wie du gerade lebst und handelst, ist echt ein schlechtes Vorbild. Und es folgt eine Zurechtweisung und eine Erinnerung an das wahre Evangelium, an die rettende Botschaft. Und der genaue Wortlaut, der steht in Galater 2, Verse 15 bis 16. Was du von Nichtjuden verlangst, tust du selber nicht. Du lebst nicht nach dem Gesetz. Warum verlangst du von ihnen die Einhaltung jüdischer Gesetze? Wir beide sind Juden und kennen Gott inzwischen. Wissen wir, dass das Befolgen der Gesetze uns nicht bestehen lässt vor Gott. Nur der Glaube an Jesus Christus allein. Kein Mensch findet durch gute Werke Gottes Anerkennung. Und im Verlauf des Briefes merkt man immer und immer wieder, dass es Paulus wichtig ist, zu sagen, es gibt nur einen Weg, nur diesen einen Weg zur Freiheit und nur eine rettende Botschaft. Und in dem Zusammenhang erklärte auch die damalige Funktion der mosaischen Gesetze. Und die habe ich euch hier mitgebracht. Ich erkläre es auch für diejenigen, die es vielleicht nicht sehen können. Also er beginnt bei Abraham und sagt, Abraham wurde durch seinen Glauben gerechtfertigt und er bekam seine Zusage von Gott und Gott segnete ihn dafür, dass er ihn glaubte und sagte, du und deine Nachkommen, ihr sollt alle gesegnet sein. Und Paulus sagt, das Gesetz kam erst 430 Jahre später. Es hatte seine Berechtigung und es hatte auch seine Funktion. Und zwar war das einmal ein strenger Lehrer. Es führte zu vollen Sündenerkenntnis und es hält aber auch gefangen. Es setzt unter Druck und sagt, haltet alle Forderungen, ausnahmslos. Ihr müsst alle Forderungen halten. Genau. Und in dem Zusammenhang kommt Paulus dann auch zum Schluss und erklärt, dass die Beschneidung und der Versuch, sich an die Gesetze halten zu wollen, der falsche Weg ist. Und warum ist der falsche Weg, erklärt er auch. Er sagt, die Erfüllung der Zusage Gottes, ja, dass man aus Glauben gerechtfertigt wird, die kommt durch Christus. Christus kommt, wird Mensch, erfüllt alle Forderungen, stirbt für die Schuld aller Menschen und diese Zusage, die erfüllt sich. Und das heißt, das Gesetz, das wird ungültig.
Also für alle, die an Jesus glauben, wird das Gesetz ungültig. Das ist die wahre Botschaft. Und er untermauert es in dem, was er auch erlebt hat. Er war ja ein Gesetzeslehrer. Er war derjenige, der unheimlich eifrig mit aller Macht und mit aller Kraft versucht hat, diese Gesetze zu halten. Und es ist ihm nicht gelungen. Also, danke Mirko. Bis Christus kam, gab es keine andere Option, als sich an diese Gesetze zu halten. Aber als Christus kam, hat er die Gesetze erfüllt, weil die Menschen es nicht hinbekommen haben. Und das ist so das wahre Evangelium. Das möchte Paulus ihnen nochmal nahe bringen und sagen, hey, ihr seid frei. Ja, okay, danke. Ihr seid frei. Der Glaube an Christus allein rettet. Der reicht aus. Der reicht vollkommen aus. Und mit dieser Erklärung möchte er halt auch ihren Blick wieder auf diese wahre rettende Botschaft lenken, die Sie ja schon vor langer Zeit haben sie daran geglaubt und sie angenommen. Und das hier, das hat ihnen neues Leben geschenkt. Ja? Da Paulus sagt, es ist ein Leben in Freiheit. Das hier, wenn wir an Christus glauben, dann haben wir ein Leben in Freiheit. Und das, was sie getan haben, war, dass sie sich praktisch sagen, okay, das hier gilt. Und das wollte Paulus nicht, dass der Mensch allein auf sich gestellt ist. Der wusste in seinem Innersten, der wusste, hey, ich habe es versucht und ich habe es nicht hingekriegt. Und ich war einer der eifrigsten. Und ihm war das so ein Herz und da spüre ich so voll immer so Paulus Liebe. Ich habe mir Paulus so immer so einen strengen Mann vorgestellt, der dann immer so seine Forderungen an die Christen. Und durch den Galaterbrief habe ich gemerkt, hey, der hatte wirklich Liebe für die Menschen. Und diese Botschaft war ihm unheimlich wichtig. Der hat dafür Schläge in Kauf genommen. Der hat dafür Krankheiten in Kauf genommen, der hat Riesenopfer gebracht, weil er Gottes Liebe für die Menschen gesehen hat und sie ihn auch weitergeben wollte und auch diese Freiheit. Und in den letzten zwei Kapiteln, das ist spannend, das wird jetzt nämlich für uns aktuell. Und zwar geht es darum, was bedeutet es, wenn wir jetzt diese Freiheit haben, wenn wir an Christus glauben? Und er sagt, es bedeutet nicht, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Und ab jetzt brauchen wir die Führung des Heiligen Geistes. Und wir hatten ja in den letzten Wochen immer wieder das Thema Heiliger Geist. Und ich merke dann immer wieder, ja, wir brauchen Gott. Wir brauchen ihn. Und aber auf eine, ja, wie soll man sagen, auf eine liebevolle Art und Weise, dass er uns hineinführt in diese Freiheit. Und Paulus sagt, ohne ihn sind wir nicht in der Lage, unseren selbstsüchtigen Wünschen, und es lohnt sich, in den Galaterbrief reinzugucken, Galater 5, die Verse 19 bis 21, da beschreibt er, was passiert, wenn wir unseren selbstsüchtigen Wünschen nachgehen. Und das sind echt beängstigende Dinge. Also es ist nichts Schönes. Und
Aber der Heilige Geist, der hilft dabei, dem zu widerstehen, dass wir diesen Wünschen nachgehen. Und da geht es jetzt nicht darum, ich wünsche mir ein neues Bett oder so, sondern das sind halt wirklich Dinge, die Beziehungen zerstören, die Menschen zerstören. Also das sind jetzt nicht einfach irgendwelche Wünsche, die vielleicht ein Kind hat, sondern es geht wirklich um Dinge, die Beziehungen zerstören. Und ja, und der Heilige Geist, der hilft uns, den Nächsten zu lieben und ihm Gutes zu tun, wie Christus es gesagt hat. Das Gebot, das er genannt hat, das steht schon in 3. Mose, ich glaube 19, Vers 18. Und da heißt es, liebe deinen Nächsten. Genau. Und er sagt, nur in Verbindung mit dem Heiligen Geist können die Christen gute Früchte hervorbringen. Und da kommen die Früchte des Heiligen Geistes. Also, wenn der Heilige Geist kommt und wir auf seine Führung vertrauen, auf ihn hören, kommen diese wunderbaren Früchte wie der Friede, Freude, Liebe, Geduld, Selbstbeherrschung, Güte, Freundlichkeit und Besonnenheit. Und das sind ja auch alle Dinge, wo ich merke, die helfen in einer Beziehung. Wenn man liebevoll miteinander umgeht, wenn man freundlich miteinander ist, wenn man den Frieden bewahrt in einer Beziehung, wenn man Geduld miteinander hat, ne? Ne, ganz wichtig, ja, ist klar. Aber deswegen haben wir den Heiligen Geist. Wir können Gott um Hilfe bitten. Der ist da. Und Geduld wird man nicht von heute auf morgen lernen. Ja? Also es wird ein Leben lang, kann das dauern, bis wir etwas geduldiger werden oder gütiger oder freundlicher oder selbstbeherrschter. Aber das Schöne ist, er ist halt da und hilft. Und dann sagt er zum Schluss dann so konkrete Verhaltensregeln. So, wenn der Bruder oder die Schwester vom Weg abkommt, also wenn wir merken, da ist echt was im Argen, da gehen Beziehungen kaputt, da stimmt was nicht, dann geht es darum, auf die Führung des Heiligen Geistes zu achten und den anderen auf den richtigen Weg zu helfen. Und was ich voll schön finde, er sagt, ihr habt keinen Grund zur Überheblichkeit. Also wenn ihr merkt, dass jemand Schwierigkeiten hat und Beziehungen kaputt gehen, habt ihr keinen Grund zur Überheblichkeit und ihr könnt nicht sagen, so, ich bin jetzt besser, ich zeig dir den Weg, sondern es geht darum, denjenigen zu unterstützen, diese Last zu tragen. Es geht darum, denjenigen wirklich mit den Augen der Liebe zu sehen und aber auch gleichzeitig auf sich zu achten. Darum geht es auch. Also es geht nicht so 100% um den anderen, sondern es geht dann aber auch gleichzeitig um dich. Du achtest darauf, auch nicht vom Weg abzukommen. Ne? Und die Eigenverantwortung auch nicht aus dem Blick zu lassen. Da sagt Paulus auch. Also ihr seid für euer Leben verantwortlich. Das ist so echt vorrangig. Nicht darum, den anderen zu helfen in erster Linie, sondern die Eigenverantwortung ist ein großer Teil von eurem Leben. Und wenn ihr euch aber in der Verantwortung seht, den anderen zu unterstützen, wenn ihr merkt, dass es ihm nicht gut geht, dann achtet auf die Führung des Heiligen Geistes. Und dann sagt er noch zwei Dinge und sagt, es ist wichtig, einen gemeinschaftlichen Beitrag zu leisten. Und damals war das so, dass ich ja auch, dass es Lehrer gab und Schüler gab und er hat sich auch so als einen Lehrer gesehen, aber ich glaube, er spricht nicht von dir, sondern er sagte, wenn du ein Jünger bist, ein Schüler, dann trage zum Lebensunterhalt deines Lehrers bei, ja, so gut du kannst. Und
was mich persönlich angesprochen hat, da sagt er, werdet nicht müde, allen Menschen Gutes zu tun. Werdet nicht müde, bleibt dran. Tut den Menschen Gutes. Und vor allem aber denen, die mit euch an Christus glauben. Und das hat, wie gesagt, das hat mich ganz persönlich angesprochen. Und deswegen möchte ich heute den Rat von Paulus beherzigen und euch Gutes tun. Ich habe einige Sachen mitgebracht. Also wir sind ja nicht nur mit Freiheit und mit dem Segen Gottes beschenkt worden, sondern es gibt jeden Tag irgendwas, womit wir beschenkt werden. Und Claudia hat letztes Mal erzählt von den Pflaumen, die sie in ihrem Garten hatten. Und genau, und ich freue mich, habe mich halt daran erinnert und habe mich sehr gefreut für sie. Und wir wurden als Familie auch beschenkt und mit einigen leckeren Birnen, Zwetschgen, Äpfeln. Und diese Geschenke möchte ich gern mit euch teilen. Und hinten am Tresen habe ich ein paar Sachen hingestellt, die einfach euer Herz erfreuen sollen. Seid gesegnet. Mirko, du darfst. Ja, der Galaterbrief, ein sehr interessanter Brief. Er hat übrigens auch die Gemeinde daran erinnert, wie viel Freude sie empfangen hatten, als sie das Evangelium gehört hatten. Ja, in welche Freude sie dadurch hineingekommen sind und wie die Freude den Bach runtergegangen ist, nachdem sie die alte Variante wieder versucht haben zu leben, nach den Geboten und nach dem Gesetz. Ja. Aber es ist so gut, dass wir im neuen Bund leben, wo der Heilige Geist da ist und wo wir ihn auch erleben können. Das konnten die Menschen im alten Bund nicht, weil die Tür noch zu war, um den Heiligen Geist zu empfangen. Die Tür ist offen, seitdem Jesus sein Blut vergossen hat und wir können im Heiligen Geist leben, ihn empfangen und er kann an uns wirken. Und im neuen Bund sind nicht mehr wir es, die es machen, sondern er in uns. Gott schreibt seine Gebote auf unser Herz, sagt er. Das ist der neue Bund. Ja, wir lassen zu, dass Gott uns durchdringt und prägt und verändert. Natürlich müssen wir dann auch die Voraussetzungen dafür schaffen. Gut, danke Erika für diesen Aufschluss. Ja, nun sind wir am Ende des Gottesdienstes angelangt. Ich hoffe, das Wort hat euch gesegnet und der Lobpreis und das Abendmahl, die Gegenwart des Herrn. Ja, noch ein paar Sachen zum Schluss. Wenn ihr die Gemeinde segnen wollt mit Gaben, mit finanziell, da drüben steht ein Topf, wo ihr was reinschmeißen könnt. Es gibt auch die Möglichkeit zu überweisen. Die Kontonummer findet ihr auf der Homepage. Ja, ich möchte noch hinweisen auf heute Abend, wer Mann ist und das Bedürfnis hat, in die Gegenwart Gottes zu treten und zu beten, ist herzlich eingeladen. Heute 19:30 ist Männerbeten hier in der Gemeinde. Nach dem Wort von Paulus im 1. Timotheus, Männer, hebt heilige Hände hoch und betet. Ja gut, dann sind wir am Schluss angekommen. Ich möchte euch noch segnen. Steht dazu bitte auf. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. In Jesu Namen. Amen. Seid und bleibt gesegnet. Musik